Hartes MMA-Training am schönsten Strand der Welt. Schauen wir mal rein dann. Was geht ab uns? Was sind wir jetzt gerade hier bei AKA in Thailand? Und ich habe gleich meine erste PT-Stunde, also Personal Training. Bin mal gespannt, wie das Training ist. AKA ist ja bekannt und dann ist ja Khabib Nurmagomedov und Islam und Schäfen, AKA in Amerika. Die haben jetzt auch hier eins in Thailand aufgemacht, habe ich schon bei Instagram gesehen. Sah sehr, sehr gut und sehr professionell aus. Auf jeden Fall, ich bin echt gespannt, kommt man da jetzt dran. Ich mache jetzt erstmal Kratzen mit Socken, weil ich habe mir unten alles aufgerissen und alles richtig und deswegen jetzt schnell eine Socke rüber, deswegen nicht wundern. Ey, ich hätte auch extrem Bock, auf jeden Fall irgendwann mal nach Thailand zu gehen und dort auch mal so wirklich ein paar Wochen zu leben, zu trainieren, von dort auch aus Videos zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr vielleicht noch schaffe. Wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich dieses Jahr, aber allgemein will ich das auf jeden Fall machen. Ich glaube an sich, Thai-Boxen wäre auch etwas, was voll von meiner Mentalität als Sport zu mir gepasst hätte. Dieses einfach voreinander stehen bleiben und dann so Kick zum Körper nehmen, ui, ne, und dann den anderen geben, so dieses Wechselspiel, was Thai-Boxer gerne mal machen, dieses wer der Härtere ist, ja, ich finde das extrem geil. Deswegen so rein von der Mentalität, die hinter dem Sport steckt, glaube ich schon auch, dass Thai-Boxen gut zu mir gepasst hätte. Ich bin einfach nur extrem faul, was die Beine angeht, also was Kicks angeht, deswegen wäre es ein bisschen schwierig geworden. Die Thai-Deckung sieht so scheiße aus. Fürs Thai-Boxen funktioniert es. Fürs Boxen wäre die Thai-Deckung jetzt komplett beschissen, weil da würde jeder mit einer halbwegs vernünftigen Händen durchkommen. Das Ding ist halt aber, dass du ja beim Thai-Boxen eher ein bisschen auf die Beine aufpassen musst, ne? Da macht es eher Sinn, die Hände hier vorne hoch zu haben, damit du die wirklich schön gut blocken kannst, die Kicks. Wurdest du schon mal wegen deinen dünnen Beinen gecancelt? Ey, ich habe keine dünnen Beine, Mann. Ich habe nur ein bisschen dünne Waden. Ich habe richtig dicke Oberschenkel, aber meine Waden sind halt leider ein bisschen scheiße. Kerim hat auch keine krassen Waden. Schaut euch mal das an, ja? Beim Kampfsport bekommst du halt meistens nicht so krasse Wadenmuskulatur. Du hast so drahtige Muskeln, ja, aber du hast halt nicht so über dicke Muskulatur, wo das richtig nach vorne heraussticht. Es gibt nur wenige Boxer zum Beispiel, die wirklich so krasse Waden haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel so Manny Pacquiao. Ja, so Pac-Man hat richtig krasse Waden. Ja, also der hat wirklich krasse Waden. Floyd Mayweather, Calves. Ja, normale Wadenmuskulatur halt auch, ne? Ist jetzt nichts irgendwie übertrieben krasses, wo sau viel Muskulatur dran hängt. Ja, schaut euch mal die Beinchen von Jon Jones an, Alter. Einer der besten Fighter aller Zeiten. Nix. Hört auf, mich wegen meinen Waden zu mobben. Das fucking Thai-Box-Pratzentraining ist auch übertrieben anstrengend. Die bringen euch wirklich zum Kotzen. Wenn du nicht fit bist, die bringen euch einfach zum Kotzen. Einfach unnormal. Schaut mal, wo die trainieren. Einfach ein offenes Gym. Frische Luft, die da durchläuft. Du hast einfach diese frische Atmosphäre. Du hast das Sonnenlicht, das da reinstrahlt. Das ist du hast ein bisschen so diese Naturgeräusche so aus dem Hintergrund. Dieses Thai-Style-Training, ne? Und die Gyms, die dort haben. Ich finde das so geil einfach. Wenn ich bedenke, man jedes Mal stundenlang, wenn wir früher ins Gym gegangen sind, bei uns das Box-Gym, das war ein richtiges Keller-Gym. Du gehst da erstmal eine Etage unter dem Boden runter. Ja, du siehst gar kein Sonnenlicht für mehrere Stunden jeden Tag. Hast diese miefige Luft die ganze Zeit, die dort hängt, ja. Klima läuft entweder gar nicht oder läuft zu hart. Du bist entweder voll am Schwitzen und stirbst oder du bist voll am Erfrieren, weil die Klima durchbläst. Das ist so geil, da wird man richtig neidisch, wenn man das sieht. Sehr gut, für Kondition auf jeden Fall. Da werden 3 Minuten ununterbrochen durchgehauen. Und das nur mit Power. Das ist, Leute, die Luftfeuchtigkeit hier. Extrem hoch, ist schwerer zu atmen, aber dafür besser, wenn ich wieder zurückkomme. Hat der Körper und die Lunge sich daran gewöhnt, produzieren mehr rote Blutkörper. Das heißt automatisch mehr Sauerstoff. Freunde, Bro, short question. I ask my supporters,
Sieht da aus wie The Weeknd in Thailand, nicht? You look like The Weeknd. Einfach The Weeknd, Junge. One New zum Samstag. Der Typ heißt einfach One New zum Samstag. Hello. Der ist einfach hier, aka Jim. Yeah, I'm The Weeknd from Thailand. Vorhin schon mal erwähnt, ich wechsle oft die Coaches, weil er zum Beispiel macht so coole Freestyle-Techniken. So mein Ding, Spinning Elbow, Spinning Back für Superman, Flying Knees. Die anderen machen dann dieses klassische harte Muay Thai. Er ist noch diese junge Generation. Genau diese Kombination, dieser Style, der passt gut zu mir. What's your name, brother? My name is Hope. And I work at AK for almost 2 years now. For 2 years? Yes. How many fights do you have? I have like 65. 60. Ja, 65. Die thailändische Verhältnis ist nicht viel. Also wirklich, es ist sau wenig für Thais, 60 Kämpfe oder so. Die haben immer mehrere Hunderte. Also so 200, 300 Kämpfe zu haben, ist da drüben nichts Besonderes. Aber er hat wirklich sehr krass Patzen. Also der macht jetzt nicht dieses typische Thai-Patzen-Style. Er mixt das mit MMA, ich sag. You mix it with MMA, the skills. It's very important for us. Weil wir sind keine Thai-Boxer, wir stehen nicht so steif. Und er hat den perfekten Mix. Ich habe so reingeschissen, Mann. Ich war jetzt 1, 2, 3, 4, ich war 4 Tage weg. 4 Tage in Tschechien, ich hatte kein Kreatin am Start. Ich bin einfach gefickt. Ich muss mein ganzes Kreatin quasi wieder aufladen. Der Körper braucht immer ein bisschen so eine Zeit, bis er das Kreatin quasi aufgenommen hat und das richtig so verarbeitet und das wirklich auch funktioniert im System, bis du auf so deine Top-Leistung kommst. Erstmal wieder wahrscheinlich eine Woche Kreatin durchnehmen, bevor meine Leistung wieder auf dem Niveau ist, wie es vorher war. Schaut euch mal Kerem an. Sieht Kerem aufgeschwemmt aus? Wenn du wirklich regelmäßig trainierst, Kampfsport, richtig, ne? Also richtig aktiv im Training bist. Du wirst gar keine Wasseraufschwemmung oder so durch Kreatin merken. Hast aber eine überkrasse Leistungssteigerung. So, jetzt geht's ab ins Eisbad nach jeder harten Einheit. Sehr gut für die Regeneration. Beugt Verletzungen vor. Oh, das ist arschkalt, Alter. Und vor allem dient zur Fettverbrennung. Aber ich mache das eher für die Regeneration. Das mache ich dann jeweils 3 Minuten. Entspannen, chillen. So, jetzt geht's auf ins Dampfmarkt. Schon geil aus, Mann. Das würde ich mir auch echt gerne anschauen, dort alles. Ich glaube, Thailand, die haben dort auch schon eine sehr, sehr interessante Kultur. Sehr lohnenswert, sich da mal ein paar Wochen hinzureisen und sich das alles mal anschauen. So, Freunde, und zwar haben wir kurz einen Zwischenstopp hier im Tiger Park eingelegt, bevor es jetzt auf die Phi Phi Islands geht. Ich wollte eigentlich hier rein, aber wo ich jetzt die ganzen Tiger hier sehe, das werde ich auf keinen Fall unterstützen. Die Armen liegen hier die ganze Zeit noch flach auf irgendwelche Medikamente. Wo steht der hier? Da hinten. Nur damit wir Touristen einfach nur ein Bild mit einem Tiger haben. Das feiere ich gar nicht. Ich gehe auch nicht in Zoos oder in Tiergärten oder so ein Scheiß. Ich habe keinen Bock, eingesperrte Tiere zu sehen. Das Einzige, wo ich hingehen würde, wäre so eine Safari-Tour zum Beispiel in so einem Naturschutzgebiete. Ja, okay, genau, sowas in der Richtung halt. Ne? Also mit einer Safari da durchfahren und so, alles gut. Und das ist nicht so, dass die jetzt schlafen, nicht, dass jetzt irgendein Flugscheißer in die Kommentare schreibt, der ist am Schlafen. Das sind 10 Stück, die liegen alle flach und keiner bewegt sich von dir. Also in der natürlichen Laufbahn hast du jemals einen Tiger nur den ganzen Tag da rumliegen sehen. Und ein Tourist nach dem anderen kommt, zieht an den Ohren, zieht an seinen Schwanz. Nichtsdestotrotz geht's weiter jetzt zu den Phi Phi Islands, da werde ich ein kurzes Trainingsvideo machen.
Ah, fuck, sieht das geil aus, Mann. Holy shit, schaut euch einfach mal das Wasser an. Was ist das denn für eine geile Scheiße, Mann? Boah, ey, ich will direkt in den Urlaub, wenn ich das sehe, Mann. Holy shit. Ich will einfach wieder, ey, ich will raus. Junge, wenn ich rausschaue aus meinem Fenster, Deutschlandwetter, und der chillt da gerade bei diesem, boah, was eine geile Location, Mann. Leider sind heute sehr viele Touristen da, aber nichtsdestotrotz werden wir unser Training durchführen. Und ich wollte euch einfach mal nur die Aussicht und das Mädchen zeigen. Mann! Ey, ich schwöre es euch. Wisst ihr, was ich meine? Ey, Deutschland ist schon geil, ja? Ihr wisst, Deutschland ist schon ein geiles Land. Aber... Dann siehst du halt sowas, Mann. Andere Leute wachen jeden Tag auf und sehen sowas. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute halt einfach deswegen schon nicht ein glücklicheres Leben führen. Okay, natürlich auf der anderen Seite, dort herrscht ein bisschen mehr Armut und sowas, ne? Aber trotzdem, ich glaube, ich hätte lieber ein bisschen weniger im Leben und würde dort leben, als hier reich zu sein und den ganzen Tag nur Deutschlandwetter und Atmosphäre in Deutschland oder so zu sehen. Komischerweise, obwohl die Leute dort ein bisschen ärmer sind und so, wirken die gefühlt trotzdem tausendmal glücklicher in ihrem Leben als hier. Hier könntest du alles haben und bist... jeden Tag siehst du nur das. Egal, wo du rumläufst, so sehen die Fressen aus von den Leuten, die durch die Gegend laufen. Mundwinkel hier. Was hält dich auf? Ich habe hier noch sehr viel Business und Arbeit, die ich machen muss. Wenn du sowas aufbauen möchtest wie ich, kannst du halt einfach nicht die ganze Zeit nur woanders irgendwie rumchillen und Urlaub machen oder so. Du musst halt wirklich am Start sein und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Ne? Ich bin ständig unterwegs auf Events, Videodrehs und so. Ich könnte es mir erlauben, groß und oft wegzureisen und so. Aber dann würde ich halt wahrscheinlich das, was ich aufbauen will, nicht so schnell schaffen. Und das ist halt das, was gerade bei mir Priorität hat. Wir haben hier in Thailand auch eine andere Technik zu bandagieren. Also die ist sehr, sehr gut und stabilisiert die Fäuste. Wie gesagt, Thai-Style, Thai-Technik. Man sieht ihn das nicht an, ne? Aber er hat ganz schön was drauf hier. Der hat auch schon einige Kämpfe hinter sich. Ich habe die letzten Tage sehr viel mit ihm trainiert und muss ehrlich sagen, sein Stil gefällt mir am besten. Ich habe wirklich sehr viele Trainer ausprobiert. Alle waren bis jetzt sehr gut, aber er hat auch dieses moderne mit MMA und Muay Thai gemischte Kampfstil. Going to stretching and then shadow boxing now. Erstmal ein bisschen warm machen, Schattenboxen. Ganz easy. Aber to kick is difficult. Yeah. Also ich habe dir gesagt, treten ist ein bisschen schwieriger, weil der Sand ist halt. Wie ist der unter? Alter, das sieht aus wie ein Traum hier. Ich habe sowas in meinem Leben gemacht. Ich habe doch niemals gedacht, dass es sowas gibt auf der Welt. Wie geil der Typ da hinten einfach nur dasteht. Voll die 0815 Model-Pose, die er da hinten gerade macht. Der denkt sich da auch gerade, da kommt gleich irgend so ein Fotograf von dem Otto-Magazin oder so und packt ihn in die Werbung da rein, Junge. Schaut den euch mal an da hinten. Das ist so ein richtiger NPC. Das ist so hier gerade, Kerim und sein Trainer sind gerade im Tekken-Film, ne? Das sind so die Fighter bei Tekken. Und er ist original der NPC, der im Hintergrund steht, der immer nur zuschaut. Ja, was jetzt hier rausgeschnitten wurde, was ihr nicht gesehen habt, der Kollege ist jetzt zu Kerim und zum Trainer gekommen und hat ihnen gesagt, wie die das besser machen müssen, ja, weil, ja, der hat es von außen analysiert, der hat ganz genau beobachtet, was Kerim hier falsch gemacht hat und ist hier gekommen, um Kerim Verbesserungsmöglichkeiten zu geben und ihnen, ne, Tipps zu geben auf jeden Fall. Boah, Freunde. Im Sand ist das doppelt so anstrengend, wenn man hier so eingeht und die Hitze vor allem.
Aber he's sehr, sehr gut. Yeah, good pet. How like it? Yeah. You like? Yeah, I like it, but it's really... Sorry. on the beach. It's your first time here in Fifi? Yeah, it's my first time in Fifi. Oh, but so beautiful, yeah? Yeah. So many fish. So Freunde, jetzt sind wir hier fertig gerade. Jetzt müssen wir direkt weiter zum Schiff. Es geht jetzt direkt zu Monkey Beach. Nicht, dass wir zu spät kommen und der uns hier auf der Insel alleine lässt. So, ich will einfach nicht mehr zurück. Ich glaube, ich hole mir so ein kleines Häuschen hier in den Berg. Angle selber meine Fische, esse die roh am besten noch. Hier, ich habe meine Kokosnuss. Was will ich mehr hier? Was will ich mehr? Training, Sonne, gutes Essen, frisches Fisch, frischer Fisch. Es geht jetzt zu Monkey Beach. Kleinen Affen, deswegen muss ich mein Geld gut verstecken. So, jetzt haben wir einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit, was zu essen. Nudeln mit Chicken Wings. How it was it, the food? Was good? It was good, man. Yeah, very. I like the green curry. Yeah. So, and, this is so. Fried chicken. Fried chicken, good. So pervers scharf, ne? Ich habe mir meine ganze Zunge weggeätzt, da wird es gebrannt. Der merkt einfach nichts. Aber daran sieht man, in Thailand ist ja auch normal, dass die sehr scharf essen. Das ist jetzt sogar für Europäer gedacht. Yeah. We don't feel anything, yeah? No. Jo, Freunde, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich wirklich eins der schönsten Strände und das Meer, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und thank you for the train, bro. You're welcome. Hey, war ein cooles Video. Hat mir gefallen. Wirklich, Thailand, echt sehr, sehr, sehr geil, Mann. Ich muss auf jeden Fall auch mal dahin, eine Woche oder so, zwei Wochen, bisschen Training dort, bisschen Videos drehen, bisschen Zeit genießen.